Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute nicht alleine, denn ich habe die wundervolle Katrin bei mir. Hallo! Für diejenigen von euch, die Katrin noch nicht kennen, Katrin ist ganz, ganz, ganz viel. Das wird sie euch jetzt wahrscheinlich einmal ganz kurz selber erzählen. Magst du meiner Community einmal vorstellen, was du so machst? Hallo erstmal alle, ich bin ganz froh, dass ich heute mit dabei sein darf und ganz gespannt, wie das hier heute abläuft. Das ist nämlich so das erste Mal, dass ich sowas mache. Aufregend. Ja, denn eigentlich mache ich mehr Food. Ich habe einen ganz großen Instagram-Kanal, in dem es mehr so um Clean Eating und gesundes Essen und gesunde Lebensweise geht. Genau, und mache Beauty immer nur so ein bisschen am Rande. Das sind mega schöne Bilder. Also wenn ihr Inspiration braucht für neue Food Inspiration und so, schaut definitiv bei Katrin mal vorbei. Wir sind heute ja aber für einen ganz bestimmten Grund hier. Sowohl Katrin als auch ich haben ja in der Vergangenheit schon ganz viel mit DAF gemacht. Und DAF feiert 60-jährigen Geburtstag. Yay! Katrin, magst du einmal erzählen, was du in der Vergangenheit mit DAF gemacht hast? Ja, also ich habe dieses Jahr das erste Mal was mit DAF gemacht und zwar eben auch zum 60. Geburtstag, 60 Jahre Schönheit bei DAF. Und zwar hatte ich die ganz große Ehre, dass ich mit Mario Testino in London ein Shooting hatte. Wow! Genau, wo in der Kampagne von DAF eben ganz viele verschiedene Frauen, 32 Frauen glaube ich sogar, im Alter zwischen 15 und 71 Jahren eben von Mario Testino abgebildet wurden. Das war mega super. Cool. War mega cool. Ja, das ist natürlich eine riesengroße Ehre. Und für alle diejenigen, die es noch nicht wissen, ich war Anfang des Jahres mit DAF bei der Meine Schönheit-Kampagne dabei, wo es halt darum ging, dass jede Frau, jeder Mann und jeder dort draußen seine Schönheit auf seine eigene persönliche Art und Weise definiert. Und genau das ist halt einfach für uns heute der Grund, einfach mal zusammenzusitzen und uns über unsere Erfahrungen auszutauschen und natürlich ein paar ganz wichtige Themen anzusprechen, unter anderem Body Positivity und was man dafür tun kann, um in der dunklen Jahreszeit sich so ein bisschen positiv zu halten und sich nicht halt ganz so doll runterziehen zu lassen. Ich finde, das ist eine super wichtige Message, die man gerade halt auch jüngeren Leuten mitgeben muss, dass man sich halt nicht ganz so doll verstecken sollte. Wir haben ja gerade eben schon ganz kurz den Begriff Body Positivity angesprochen. Wenn du den Begriff für dich definieren müsstest, was würdest du sagen, ist das? Body Positivity, quasi positives Denken über den Körper, wenn man das mal jetzt so freideutsch übersetzt. Für mich ist das tatsächlich noch nicht mal positives Denken, sondern eigentlich eher so ein neutrales Denken über den Körper. Was ich nämlich immer auch selbst merke und auch ein bisschen schade finde, ist, dass wir uns doch sehr über unseren Körper definieren. Tue ich auch, muss ich mal dazu sagen. Versuche ich aber in meinem Rahmen zu halten. Mhm. Und ich finde es total wichtig, dass es eben diese quasi Kampagne zur besseren Körpergefühl gibt, weil die dann so ein bisschen irgendwie dran arbeitet, dass man mit sich selbst mehr zufrieden ist. Ich glaube, das ist es für mich. Ja, ich glaube, es hat auch ganz viel mit dem Bewusstsein zu tun, dass man sich wirklich überlegt, ich muss nicht alles an mir toll finden, aber ich muss so mehr oder weniger mit mir im Reinen sein. Dass ich halt weiß, wenn ich in den Spiegel gucke, das bin halt ich. Und das sind halt meine Stärken und das sind vielleicht meine Schwächen, aber ich muss mich davon jetzt nicht runterziehen lassen. Genau. Ich finde auch prinzipiell, wir haben ein Leben und einen Körper und wenn wir uns damit die ganze Zeit irgendwie fertig machen und selbst bestrafen, da hat halt keiner was von. Das stimmt. Das ist schön. Das hast du schön gesagt, dass man halt sich wirklich bewusst ist, dass was Besonderes, dieser Körper wurde uns geschenkt und dass man da das Beste draus machen sollte. Wir sind ja beide im Social-Media-Bereich so ein bisschen aktiv und affin und nutzen das wirklich auch täglich, wahrscheinlich wie viele von euch auch. Und da finde ich, ist eine Sache immer ganz, ganz wichtig, dass man sich halt vor Augen hält, was macht das eigentlich mit einem? Würdest du sagen, dass dein Social-Media-Nutzungsverhalten dich in deinem Alltag beeinflusst? Auf jeden Fall. Also da muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, dass bei mir in meinem Social Media Feed, also gerade jetzt beim Instagram Feed, natürlich auch richtig viel Essen aufploppt. Ja. Ist ja logisch. Aber selbst das beeinflusst einen tatsächlich, was jetzt gesunde Ernährung angeht, was mir so ein bisschen den Druck gibt. Und natürlich ist es einfach so, egal was man sich anschaut, ist es jetzt Facebook, ist es Instagram, ist es Pinterest, sehen die Leute einfach wahnsinnig gut aus. Ja. Und man ist einfach immer super irritiert und fragt sich, wie zur Hölle siehst du so aus morgens nach dem Aufwachen? Ja. Es verunsichert einfach. Man versucht irgendwie dann auch so auszusehen oder sich zu erklären, wie es sein kann und zu überlegen, kann ich da auch Filter drüber legen? Ja. Sehe ich dann auch so aus?
dann ermöglichen Apps ja auch, dass es solche Filter gibt, die einen einmal schöner machen, wenn sie über einen drüber rieseln. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, was das angeht, bin ich definitiv auch schuldig. Klar benutzt man solche Apps zwischendurch. Ja. Aber ja, da hast du definitiv recht. Das ist schon krass, was es mit einem macht, weil man, wie du eben auch schon sagtest, man sieht es halt kontinuierlich und deswegen ist man die ganze Zeit so, oh, sie ist so hübsch und morgens nach dem Aufstehen sind ihre Haare schon so toll. Natürlich sind die nicht nach dem Aufstehen so toll. Und, also vermute ich jetzt einfach mal, werfe ich einfach mal so in den Raum, weil, also mir persönlich geht das so, wenn ich aufstehe, habe ich erstmal solche Haare. Ja, eben. Oder schlafen ist richtig unbequem, wenn man so schläft. Was mich persönlich bei Social Media ganz doll stresst, ist halt zu sehen, wie Leute den ganzen Tag durch gut aussehen. Ja. So, manchmal bekommt man es hin, dass man irgendwie relativ früh schon okay aussieht, aber dann ist das gegen Mittag auch schon wieder ein bisschen weniger und abends kannst du dann sowieso knicken, weil dann bin ich kaputt von meinem langen Arbeitstag. Ja. So, ich habe halt immer das Gefühl, man ist dadurch unter Druck gesetzt, von anderen Leuten dieselben Standards und Maßstäbe zu erfüllen. Genau, und da ist dann auch nochmal das Problem, dass man eben gar nicht dieselben Standards eigentlich vielleicht hat. Also ich finde gerade die Leute, die quasi morgens um 8 posten, um 11 posten, um 3 posten und abends wieder um 20 Uhr, die machen wahrscheinlich auch nicht so viel anderes den ganzen Tag über. Ja. Und man muss sich einfach immer überlegen, okay, dann sitze ich am Schreibtisch, dann muss ich hart arbeiten, dann habe ich noch ein Meeting, dann raufe ich mir die Haare, weil irgendwas richtig schief läuft. Ja. Dann sehe ich einfach nicht so aus. Dann hat man zwischendurch noch Streit mit der Freundin oder kommt durch den Regen, weil man nicht mit dem Taxi oder mit dem Shuttle abgeholt wird. Ich finde halt, es ist ganz, ganz wichtig, diese Social Media, diese Wolke der Faszination ganz, ganz klar vom eigenen realen Leben zu teilen. Weil niemand lebt dieses Lifestyle of the rich and the famous, außer vielleicht eine Handvoll ausgewählte Leute. Und dass man sich halt davon so ein bisschen distanziert und nicht sagt, okay, das ist das Leben, was ich auch leben muss. Sondern, ja, das ist schön, viel Spaß dabei. Ja. Aber das ist nichts, was ich unbedingt auch machen muss. Ich glaube, super wichtig ist auch, dass einem bewusst wird, dass man ja gerade in den sozialen Medien eben das zeigt, was man zeigen will. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass ich mich richtig scheiße fühle und dann Lust habe, das mit der ganzen Welt zu teilen, obwohl das wäre vielleicht mal eine ganz gute Message. Ja. Aber natürlich, ich sehe das auch bei mir selbst, ich teile natürlich ganz viel Essen, aber wenn ich Bilder von mir teile, dann nur die wirklich super vorteilhaften ist. Ja. Einfach so. Und wahrscheinlich auch du als super healthy food Bloggerin gehst ja wahrscheinlich auch mal zwischendurch irgendwo anders essen. Aber... ich ja genauso. Ich als Make-up-Troller bin ja auch nicht jeden Tag top geschminkt und habe auch mal irgendwie 5, 6, 7, 8 Pickel im Gesicht und Augenbrauen nicht gezupft. Aber das sind halt die Momente, die man, wie du sagtest, halt nicht entscheidet, sich zu teilen. Genau, oder man macht eine Story draus, dann ist es nämlich nach 24 Stunden wieder weg. Ja, genau. Wir sind ja beide schon so einen kleinen Ticken älter. Wir sind ja beide keine Teenies mehr. Und ja auch schon nicht erst seit gestern in diesem ganzen Social-Media-Business, sag ich mal, drin. Du als Expertin, was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die sagen, ich fühle mich nicht gut, hübsch, stylisch, schlank, groß, sexy genug und die richtig damit strugglen? Was sind deine Pro-Tipps dafür? Also, wie du schon so schön gesagt hast, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Ich muss aber auch sagen, dass ich tatsächlich zu diesen Teenagern gehört habe, die damit auch große Probleme hatten. Also, ich rückblickend, ich schaue mir Bilder von mir an, ich sah total normal aus, wie jeder 15-Jährige auch. Und ich würde sagen, eher quasi ganz hübsch so. Und damals, ich muss sagen, ich habe mich furchtbar gefühlt, ich habe mich hässlich gefühlt, ich habe mich dick gefühlt. Ich war sehr, sehr dünn, möchte ich dazu sagen. Und das ist sowas, das habe ich irgendwie mitgenommen. Das hat auch bis ins Studium reingedauert. Und irgendwie bin ich jetzt aber so ein bisschen angekommen und würde halt sagen, dass das Wesentliche ist, wo man sich irgendwie immer dran erinnern muss, ist, dass man ein bisschen dankbarer sein muss dafür, was man hat. Also jeder hat Sachen, die sind schön und vor allem eben hat man ein Leben, einen Körper, man ist gesund. Das finde ich super wichtig. Ja. Und man lebt so ein bisschen in der Balance und du weißt es bestimmt auch, man hat schlechte Tage. Ich habe heute noch schlechte Tage, so ist das nicht. Aber ich versuche so im Großen und Ganzen mehr zu sehen, was habe ich eigentlich alles an guten Sachen. Das stimmt, das ist schön. Und das finde ich super wichtig. Und dann ist es auch wichtig, dass man irgendwie einen Support hat, dass man sich austauscht, dass man mit seinen Freunden drüber redet, das und das, damit geht es mir schlecht, das sind mein Problem, ich fühle mich damit nicht gut. Und wenn ein anderer da irgendwie mit drauf guckt, dann ist es ganz oft ein ganz anderer Blickwinkel. Und dann wird einem bewusster, ach krass, meine Freundin findet meine Nase mega schön. Krass, ich finde die mega groß. Muss ich vielleicht mal drüber nachdenken. So. Ja,
Ich finde auch, man hat zwischendurch einen ganz anderen Blick auf sich selber, als andere Leute auf einen haben. Wenn man sich halt vor Augen hält, man selber sieht sich jeden Tag, man ist selber jeden Tag mit sich selbst konfrontiert, guckt in den Spiegel und natürlich stören einen die Probleme immer mehr, als man stolz darauf ist, was man eigentlich hat. Aber das, was du eben sagtest, man soll dankbar sein, finde ich total schön. Das hat gerade total was bei mir angestoßen, weil ich halt auch zwischendurch immer noch sage, mein Abnehmprozess geht so langsam voran und ich würde irgendwie schon gerne was ändern. Oder klar, man lässt sich irgendwie von Sachen so runterziehen und reduziert alles nur noch auf das eigentliche Problem, anstatt zu sagen, ja, aber hey, ich habe vielleicht ganz schöne Haare oder tolle Augen oder mir gefallen meine Hände. So, das sind manchmal so Kleinigkeiten. Ja, alles, was man gut kann oder was schön ist, nimmt man leider so für selbstverständlich. Mhm. Und das ist halt echt schade. Und man feiert auch nicht so die kleinen Erfolge. Das ist es halt auch eben. Und da ist wahrscheinlich wieder Social Media auch großer Einfluss irgendwie. Aber man ist einfach nie zufrieden mit dem, was man hat. Und dann hat man vielleicht irgendwie seine Haare gerade neu geschnitten oder man war irgendwie in der Woche mal richtig viel beim Sport, weil man es geschafft hat. Oder man fühlt sich einfach nur richtig gut, weil man eine gute Woche hat, aber man ist damit einfach nicht zufrieden. Nee, weil man immer sieht, andere Leute haben dann vielleicht noch, waren nicht nur beim Friseur und nicht nur beim Sport, sondern haben sich vielleicht einen neuen Lippenstift gekauft. Und dann denkt man sich, oh, ja, schade irgendwie. Ich auch. Ja, und das setzt einen so unter Druck, anstatt irgendwie zu sagen, ja, ist ja schön, dass die das gemacht hat, aber das heißt jetzt ja nicht, dass ich das auch machen muss. So, ich finde, man vergleicht sich halt immer so. Die komplett verschiedene Maßstäbe auch miteinander zu vergleichen, ist halt das Krasseste. So, viele Leute teilen halt ihr komplettes Leben über Social Media und andere Leute haben noch so viel anderes nebenher, was sie vielleicht nicht teilen. Und wenn man halt, das ist so wie Gurken und Äpfel vergleichen, so, das sind halt einfach andere Maßstäbe. Und gerade vergleichen sollte man sich nicht und kann man sich eigentlich auch nicht, weil wir sind alle super vielfältig. Es gibt so viele verschiedene Arten von Schönheit, von Aussehen, von Arten, von Charakteren. Ja. Und wenn man sich vergleicht, dann kann man sich nur klein machen, weil keiner ist so wie man selbst. Das stimmt. Sobald man halt anfängt, die eigenen Stärken mit denen einer anderen Person zu vergleichen, setzt man ja eigentlich nur noch die Stärken des anderen als Grundlage voraus. Mhm. So, wenn jemand zum Beispiel total den tollen Body hat und super das hübsche Gesicht und auch tolle Haare, hat die Person aber vielleicht zwei unterschiedlich große Füße. So, das wird dann aber nicht, sage ich mal, verglichen, weil dann denkt man sich, ja, okay, das ist ja nicht so schlimm, weil alles andere ist ja gut. So, und dadurch setzt man sich selber so unter Druck, das ist echt schade. Und es steigert sich auch ins Unendliche, weil gerade die Person, die man selbst dann irgendwie in den Himmel hebt, hebt wieder eine andere Person. Und Perfektion ist nicht erreichbar. Das stimmt. Wir rücken jetzt sehr langsam, aber sicher Richtung Herbst und dunklere Jahreszeit. Und ich muss persönlich sagen, mir geht es gerade zu dieser Zeit immer nicht so gut. Man rutscht so ein bisschen in diese winterdepressive Phase. Irgendwie, es fehlt die Sonne, es fehlt die Lebensfreude. Und hast du Tipps, wo du sagen würdest, das mache ich, damit ich mich auch in der dunklen Jahreszeit wirklich wohlfühle und so ein bisschen mich nicht so runterziehen lasse von all dem, was, sage ich mal, probiert einen runterzuziehen? Ja, also ich bin erstens komplett deiner Meinung. Ich habe das auch mit der Winterdepression. Ich bin prinzipiell ein Gutwettermensch. Sobald es sonnig wird, habe ich gute Laune. Sobald es wie jetzt im September gefühlt schon schlechtes Wetter hat, denke ich, oh mein Gott. Was mir ganz viel hilft, sind unter anderem natürlich, hat natürlich immer was mit Essen bei mir zu tun. Ja. Ich versuche, je grauer es wird, umso bunter esse ich, wenn möglich. Das ist cool. Das hilft mir total, wenn mein Frühstück schon richtig bunt ist, dann starte ich schon mal viel fröhlicher in den Tag. Das ist voll die coole Idee, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das solltest du mal probieren. Ohne Spaß, aber das macht einen wirklich glücklich, wenn man so vom Bärenteller sitzt. Oder so eine Mango, so schön gelb. Das ist cool. Krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Total gut. Ja, das läuft für mich total. Und alles tatsächlich Wärmende hilft, finde ich total. Sowohl von innen als auch von außen. Also ich esse ganz viel warme Sachen. Ich frühstück auch schon warm. Und Wärmflaschen, heiße Duschen. Ja. Solche Sachen finde ich auch super. Das ist auch total meins. Ich liebe es, heiß zu duschen oder zu baden. Das ist halt absolut mein Moment wirklich für mich. Und was ich mir dabei halt auch ganz oft sage, ist, dass ich gerade, wenn ich mir diese Zeit für mich nehme, komplett Handy weg. So, weil das ist gut. Man überlegt sich dann ja wirklich, ich will ja eigentlich Zeit für mich und mich mit mir beschäftigen und mein Schaumbad nehmen oder mit der Wolldecke irgendwie im Bett sitzen und irgendwie ein bisschen mich einkuscheln und vielleicht was lesen oder einfach mal nichts tun.
Und gerade dann, finde ich, sollte man sich nicht wieder damit konfrontieren, was einen ja sonst immer so unter Druck setzt. Und ich bin ganz ehrlich, natürlich, man ist den ganzen Tag im Internet und macht das ja auch gerne, aber trotzdem, das macht halt, wie wir eben schon erklärt hatten, was mit einem. Ja, da muss ich mir wirklich ein Beispiel an dir nehmen. Ich bin nämlich tatsächlich ein ganz schlimmer Suchti, der sein Handy die ganze Zeit in der Hand hat und irgendwie guckt, ob es irgendwas Neues gibt und sich wirklich ganz, ganz schwer davon trennen kann. Und wenn mein Handy mal einen Tag vergesse, dann habe ich irgendwie schon... Nee, also Tag vergessen könnte ich auch nicht. Nee, das geht dann doch auch echt zu weit. Aber ich persönlich bin auch voll oft in dieser Stimmung drin. Wenn ich selber nichts poste, muss ich gucken, was die anderen posten. Aber ich finde, man muss halt dadurch echt zwischendurch mal sagen, Schluss. So, es gibt auch was anderes, außer diese pinke Welt im Internet, sondern es gibt halt auch gerade meine unaufgeräumte Wohnung. Und wie wär's, wenn ich mal da was mache, dass man halt einfach auch nach Hause kommt und sich wohlfühlt und nicht immer alles aufschiebt. So, das ist halt auch voll mein Ding. So, ich mache alles auf den letzten Drücker, denn es ist auch noch düster, ich komme nach Hause, ich bin nass geregnet im Herbst und dann ist auch noch alles so... Oh. Ja, weiß ich auch nicht. Dass man sich halt mal wirklich mit seinem Alltag mehr beschäftigt als mit Social Media. Ja. Das ist echt krass. Total. Was mir auch im Winter total hilft, ist tatsächlich ein bisschen mal nochmal mehr eine Balance zu finden. Weil ich merke, dass im Sommer, dann habe ich total viel vor, dann gehe ich früh irgendwie noch zum Sport, dann zur Arbeit. Dann treffe ich mich abends mit Freunden, das ist für mich gar kein Problem. Komme ich irgendwann um 11 nach Hause, es ist quasi noch hell, denke ich, oh super, hab den Tag richtig gut genutzt. Ja. Und im Winter tatsächlich bin ich dann immer so an einem Punkt, wo ich denke, oh nee. Oh, aufstehen, oh, finde ich richtig furchtbar. Abends irgendwie noch mit Freunden treffen, mache ich auf keinen Fall. Ja. Und dass man da irgendwie so ein bisschen eine Balance findet und irgendwie versucht, so ein Mittelding zu finden zwischen, ja, ich gehe auf jeden Fall nochmal raus, weil sonst irgendwie habe ich keine sozialen Kontakte mehr. Aber auch, ich nehme mir Zeit und ich setze mich hin und mache irgendwie ein bisschen vielleicht Beauty oder gönne mir eben ein heißes Bad und mache mir einen Tee und lese ein Buch. Das ist schön. Ja, das finde ich echt gut. Das ist ein super guter Tipp, glaube ich, den man auch gut umsetzen kann. Weil, was du eben sagtest, dass man halt den Tag irgendwie so reduziert auf die hellen Stunden, muss halt echt nicht sein. Man kann sich auch morgens irgendwie dick anziehen und schon morgens den Tag starten. Und gerade halt, wenn es so die düstere Zeit ist, ist es ja umso wichtiger, dass man Zeit mit Freunden verbringt. Dementsprechend macht was. Beispiel für uns alle. Geht raus. Genau, geh raus und macht was. Ich finde, wir haben gerade ein paar richtig starke Punkte zusammengefasst. Was für mich persönlich total hängen geblieben ist, ist halt dieses sich vergleichen. Mhm. Das hast du vorhin so schön erklärt, weil man halt wirklich den Fokus immer, sag ich mal, auf die Stärken der anderen legt und dass man sich halt dadurch so ein bisschen probiert zu distanzieren. Ich finde, das hat mir total was mitgegeben. Wie sieht es bei dir aus? Was war für dich so eine starke Message? Auf jeden Fall. Also gerade mit dem Thema Vergleichen, das ist eben was, was, glaube ich, jeder von uns kennt und jeder von uns hat, ob es jetzt der Körper ist oder die Fähigkeiten, beruflich, privat, was auch immer. Und dass einem einfach bewusst sein muss, dass man einfach nicht perfekt sein muss. Weil es einfach eine Form von Perfektion nicht gibt. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch ist gut, so wie er ist. Und das sind einfach Formen von Schönheit und von Charakteren, die sich eben nicht im Perfekten, sondern eben im Unperfekten perfekt werden. Ja, oh, das ist richtig schön. Unperfekte Perfektion. Sehr schön. Meine Lieben, ich hoffe, dass wir euch mit diesem kleinen Chit-Chat, Talk hier, Interview-Style, einfach mal nett zusammensitzen, so ein bisschen neue Motivation und Denkanstöße geben konnten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Duff für dieses tolle Setting, was ihr uns heute hier ermöglicht habt. Ich finde es halt toll, dass es eine Marke gibt wie Duff, die das Ganze halt so präsent in den Medien zu halten und das Ganze wirklich nicht auf die Perfektion, die wir eben halt sagten, probieren halt darzustellen, sondern halt echte Frauen darstellt, so wie dich und mich. Und das finde ich halt einfach super schön. Genau, und wir haben euch ja jetzt schon gesagt, wir haben auch unsere unperfekten Tage und das haben wir auch mit Duff zum Beispiel geteilt, was echt super ist. Und ich habe mich mega gefreut, dass ich wirklich mal vor einer Kamera hier mit dir zusammensitzen konnte und nicht Spaß nur gemacht. Die Kamera auf mein Essen halten. Deswegen vielen Dank. Sehr cool. Wie gesagt, ich würde sagen, checkt auf jeden Fall Katrins Instagram aus. Alle unsere Social Media Seiten sind für euch auch nochmal in der Infobox verlinkt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht. Bis dann.